Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Wir haben jetzt hier wirklich ein Volk, was ich viel, viel zu spät umgesetzt habe, von Honigraum drunter auf Honigraum nach oben. Und hier kann man mal sehen, was ich immer erzähle, wenn ich den Honigraum drunter habe, wie schön sich das eigentlich macht und ich jetzt eigentlich bei dem Volk hier eigentlich auch nichts verloren habe. Man sieht, ich hatte das Volk hier auf 6 Waben geschietet. Das ist auch gut durchgegangen. Die hat jetzt hier rechts und links 2 richtig vollgetragene Futterwaben, hat jetzt hier auch dahinter schon gebaut. Das lasse ich jetzt aber auch bis zum Herbst so, das stört mich nicht weiter. Und wie gesagt, hier hatte ich jetzt schon, ich habe das jetzt eigentlich schon durchgearbeitet, aber ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen, was ich da immer erzähle, dass das eben auch wirklich so ist, dass eben keine Brut runter in Honigraum geht und keine Brut runter in Honigraum geht, dass die oben wirklich schön durchbrütet. Hat jetzt hier natürlich ganz schön Wachsbrücken gemacht gehabt, wo sie jetzt hier noch lecken. Und ich zeige auch mal, ich habe ja auch den ganzen Jahr den Honig, den Fütterer oben drauf. Da kann man jetzt diese Wachsbrücken eigentlich problemlos rein, dass man die Sauereien nicht im Auto hat oder irgendwo in irgendeinem Eimer. Die Brücken fressen die jetzt schön mit trocken, und wenn man das nächste Mal am Bienenvolk ist, kann man diese Brücken dann auch schön trocken rausnehmen. Und das ist jetzt der Honigraum, der gerade noch drunter, ich wollte es jetzt aber nicht nochmal zurückstellen, der jetzt drunter war. Da sieht man, der ist schon wirklich komplett vollgetragen mit Honig. Ich hoffe, das sieht man. Ja, ich glaube, man sieht es spiegeln. Und der ist komplett vollgetragen mit Honig. Das einzige Problem ist, dass die natürlich hier oben in diesen Randbereich ein bisschen Pollen reinbringt. Das ist natürlich für eine Honigwabe nicht ganz optimal, wenn sie dann natürlich in Schleuderraum steht, gerade in den späteren, im Spätsommer, wenn dann die Wachsmotte ist. Also bei dem Waben muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber eigentlich der einzige Nachteil. Ansonsten richtig schön vollgetragen mit Honig. Ob der Honigraum drauf oder drunter ist, spielt in dem Falle keine so große Rolle. Und man sieht, die Königin ist auch nicht runtergegangen oder hat gebrütet. Das ist einfach nicht der Fall. Warum? Weiß ich nicht. Ich denke mal, weil sie oben so ein schönes, kompaktes Brutnest angelegt hat, dass sie die Kugel hat. Und da einfach nicht nach unten geht. Also wie gesagt, das Einzige, wo ich vielleicht mal Probleme habe, ist, wenn sie gerade auf dem Oberträger ist, dass sie in dem Fall dann mal nach unten entwischt. Aber grundsätzlich bruttechnisch ist sie nicht auf dem Waben. Ja. Und jetzt haben wir hier quasi schon einen vollen Honigraum in diesem Volk geerntet, ohne dass er oben drauf stand, so wie das eigentlich, ja, das Lehrbuch erklärt. So, und jetzt mache ich hier mein Absperrgitter drauf. Lass den Brutraum unten eigentlich auch so eingerichtet. Jetzt werden sie natürlich ordentlich Honig jetzt auch nach oben drücken und habe dann. Und damit sie, ja, ich hatte gerade wieder einen Anruf, und damit sie das auch schön hoch drücken können, gebe ich ihnen natürlich auch gleich einen zweiten Honigraum. Auch hier könnte man Honigraum 2 und 3 geben, aber wie gesagt, wir sind dieses Jahr, die gehen heute Abend noch in die Apfelblüte, und dann ist es natürlich ein unnötiges Volumen, was ich dann mit Honigraum 3 dann noch mitschicke. Deswegen gebe ich jetzt erstmal nur den zweiten und muss wahrscheinlich dieses Jahr schon in der Apfelblüte Honig schleudern. Ansonsten kriege ich sie gar nicht mehr hin und her transportiert. Also wie gesagt, dies hier ist wirklich eine super Frühjahrsentwicklung und ist auch eine wirklich sehr schöne Linie. Ist die 262 angebaut auf Paltum und dann nochmal mit der Elgon 51 auf Stolberg, ist eine sehr, sehr schöne Linie da auch drin. Okay, das war es erstmal soweit. Bis dahin, tschüss!